Willkommen zu einer weiteren Verbrauchsfahrt, heute mit einem Mazda CX-30 Sky Active. Den hat sich einer von euch gewünscht als Verbrauchstest und hier sind wir. Wir fahren jetzt mit dem hier mit 180 PS und Allrad und Automatik 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn, um rauszufinden, was braucht dieser neue Antrieb eigentlich wirklich. So, und los geht's hier, unsere Probefahrt im Mazda CX-30 Sky Active in der Ausstattungslinie Selection. Und unser Fahrzeug hier wird angetrieben von der, naja, Top-Motorisierung. Das ist nämlich der 2 Liter Vierzylinder Benziner als Sky Active. Das heißt, wir reden hier über 132 Kilowatt bzw. 180 PS maximaler Leistung. Wir reden über 224 Newtonmeter maximales Drehmoment und wir reden über einen Mild-Hybrid. Das heißt, wir haben hier, ich glaube, ein 24 Volt Bordsystem ist das mit einem Startergenerator, der den Benziner so ein bisschen unterstützt beim Boosten quasi und der ein bisschen Energie rekuperiert beim Bremsen. Und wichtig ist natürlich auch dieses Sky Active Verfahren, also die neuen Motoren von Mazda, die ein besonderes Brennverfahren haben. Dazu aber später mehr, wenn wir über die Motoren reden. Während unserer Verbrauchsfahrt wollen wir aber jetzt erstmal rausfinden, was braucht eigentlich der Wagen hier bei unseren 100 Kilometern über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. Und Mazda gibt das Fahrzeug an nach WLTP, also dem neuen Messverfahren mit 7 Litern auf 100 Kilometer. Bin mal sehr gespannt, wo wir landen werden, denn für gewöhnlich sind wir ja ein bisschen höher. Und wir fahren jetzt erstmal los, ganz gemütlich über Land und schauen mal, wo wir am Schluss ankommen. Wichtig außerdem noch, unser Fahrzeug hat den Allradantrieb mit an Bord und ein sechsstufiges Automatikgetriebe. Es gibt den Mazda CX-30 aber auch mit einer sechsstufigen Handschaltung. Aber wie gesagt, das hier ist halt in dem Fall, naja, die Top-Ausstattung. Wie immer bei unseren Verbrauchsfahrten ist die Klimaanlage eingeschaltet und heute mal auf 21 Grad, weil der Wagen irgendwie bei den 22 Grad mir zu warm vorkommt, die ich normalerweise immer einstelle. Wir haben eine Außentemperatur von aktuell 17 Grad, es ist sonnig und wir haben wieder die Lüfterstufe hier auf niedrigstes Niveau eingestellt, damit wir möglichst wenig Nebengeräusche haben. Und ansonsten Sitzheizung, Lenkradheizung, die unser Fahrzeug hat, die haben wir ausgeschaltet. Und jetzt schauen wir doch mal, wohin sich unsere Reise bewegt. Natürlich haben wir alles auf Null gesetzt. Das ist bei uns Standard und wie immer halten wir uns an die Verkehrsvorschriften. Das heißt, wenn wir 100 fahren dürfen, fahren wir 100. Wenn wir 50 fahren sollen, fahren wir 50. Wenn wir so wie jetzt gleich hier 70 fahren sollen, fahren wir auch 70. Immer vorausgesetzt, ich sehe das Schild und reagiere rechtzeitig. Aber normalerweise versuchen wir halt weder besonders sparsam zu fahren, noch besonders flott zu fahren. Also ganz normaler Fahrbetrieb wird hier mehr oder weniger von mir simuliert, für alle, die es noch nicht kennen, um wirklich herauszufinden, was braucht das Auto einfach im Alltag, wenn ich ganz normal mit dem Auto entsprechend dem Fahrzeug fahre. Das heißt, logischerweise fahre ich einen, sagen wir, VW E ab, anders als ein Mercedes AMG GT. Was jetzt schon bei der Fahrt über Land auffällt, ist, dass das Fahrzeug relativ leise ist, wenn man es ruhig angehen lässt, wenn man also nicht versucht, flott zu sein. Die Automatik macht hier einen relativ unauffälligen Job, zumindest immer so lange, wie man, naja, bequem fährt. Was beim Auto nämlich auch auffällt, ist in dem Moment, wo ich den Wagen ein bisschen flotter bewege, also zum Beispiel jetzt mal durchtrete, da kommt sofort viel Drehzahl, der schaltet schön schnell, das beim sechsstufigen Automatikgetriebe hier als Pluspunkt. Aber es passiert dann nicht so viel, wie ich im ersten Moment von den 180 PS erwarten würde. Er schaltet zwar sofort und gibt auch sofort Feuer, aber so dieser Vortrieb, der lässt so ein bisschen auf sich warten. Und ganz wichtig, wenn man mit dem Wagen ein bisschen zügiger unterwegs ist, was er gerne macht, er wirkt gerne so ein bisschen nervös im Getriebe. Das heißt, er schaltet meiner Meinung nach zu häufig runter und hält auch zum Teil die Drehzahl zu lange, bevor er wieder hochschaltet. Und ihr habt hier im Auto bei der Automatik die Möglichkeit, auf den Sportmodus umzuschalten. Das mache ich jetzt mal kurz. Das seht ihr hier vorne im Display, dass der Modus aktiv ist. Dann sehen wir das natürlich auch sofort bei den entsprechenden Motordrehzahlen. Der Wagen schaltet natürlich später hoch. Er wird lauter, hört ihr das? So, und jetzt ist genau das passiert, was ich meine. Er schaltet schnell, er macht Lärm, aber es kommt eben nicht dieser, ich sag mal, gewünschte Kick. Also das Geräusch und Drehzahl passt nicht zum Vortrieb. Was aber außerdem auffällt, wenn ihr das Auto so ein bisschen sportlicher bewegt, ist, dass der wirklich gut liegt. Das Fahrwerk, das Mazda hier abliefert, finde ich persönlich sehr gelungen. Der Wagen ist extrem stabil.
Es ist teilweise ein bisschen straff, also gerade wenn ihr so etwas ruhiger, gemütlicher fahren wollt und eine unebene Strecke habt, da merkt ihr den Untergrund schon hier und da ein bisschen zu deutlich. Aber für alle, die so ein bisschen flotter fahren wollen bzw. gerne Kurven fahren, für die ist das hier nicht das schlechteste Fahrwerk. Jetzt haben wir nämlich gerade so eine Situation, wir haben hier einen Untergrund, der ist nicht so toll und das merke ich hier im Fahrzeug schon relativ deutlich. Jetzt zum Beispiel auch wieder die Situation, ich will nur ganz leicht beschleunigen, weil ich merke, ich fahre zu langsam innerorts und sofort schaltet der Wagen. Für alle, die das stört, ihr könnt auch problemlos bei dem Automatikgetriebe hier über die Schaltwippen schalten, die ihr am Lenkrad findet. Auch das funktioniert gut, auch da schaltet der Wagen entsprechend schnell. Wenn wir uns unseren Mazda von vorne anschauen, dann fällt natürlich als erstes mal auf der große Mazda-typische Kühlergrill und natürlich auch das große Mazda-Logo. Ich finde beim Wagen vorne die Schnauze relativ interessant, weil die ist sehr stark unterschnitten hier. Der hat sehr viele, ja, sehr viel Tiefe einfach. Gibt dem Wagen dadurch von vorne wirklich Charakter. Was mir auch sehr gut gefällt, das sind hier die Scheinwerfer, die unterhalb der Haube liegen, also wirklich richtig tief eingeschnitten. Übrigens serienmäßig immer in LED-Ausführung. Das heißt, wir haben Voll-LED-Scheinwerfer, aber in der Basis hat das Fahrzeug dann Halogen-Tagfahrlicht. Wir haben jedoch das Designpaket mit an Bord, das kostet 1200 Euro und dazu gehört unter anderem eine LED-Lichtsignatur. Außerdem kommt unser Auto in der Sonderfarbe Magma Rot Metallic daher, die kostet leider 950 Euro Aufpreis. Ansonsten finde ich ihn von vorne für so ein kleines Auto mit knapp unter 1,80 Meter Breite recht auffällig und auch gefällig. Wir finden hier im Cockpit unseres CX-30 übrigens noch klassische Rundinstrumente, zumindest wirkt es im ersten Moment so. Wir haben links den Drehzahlmesser, tatsächlich ein Rundinstrument. Wir haben rechts ein Kombi-Instrument mit einer Anzeige aus Temperatur und Tank. Und in der Mitte haben wir ein großes Rundinstrument, das flankiert wird von der Anzeige für den Restreichweite des Fahrzeugs bzw. links für den aktuellen Verbrauch des Fahrzeugs. Ganz spannend hier ist aber, dass das mittlere Instrument, das wirklich genauso aussieht wie die äußeren, überhaupt kein Rundinstrument ist. Und das könnt ihr sehen, wenn ihr hier auf den Info-Knopf am Lenkrad drückt, dann werden nämlich Zusatzinformationen eingeblendet. Und das heißt, in diesem Fall zeigt er mir den aktuellen Durchschnittsverbrauch an, 7,3 Liter auf 100. Und wenn ich nochmal drauf drücke, dann seht ihr tatsächlich, dass das Rundinstrument keines ist, denn dann zeigt er mir das Thema Assistenzsysteme an und die Geschwindigkeit nur noch mit einer Zahl. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend, dass das hinkriegen kann, dass es so schön aussieht wie hier. Das ist etwas, was mir wirklich sehr gut gefällt. Das hat Mazda sehr schön gelöst. Übrigens immer mit an Bord bei diesem CX-30, und das finde ich außergewöhnlich in dieser Fahrzeugklasse, ist ein Head-Up-Display. Das sieht man tatsächlich eher selten. Das kostet eigentlich überall Aufpreis. Ich glaube, der Kia Stinger, der hat auch ein Head-Up-Display serienmäßig mit dabei. Aber in der Fahrzeugklasse hier ein Head-Up-Display in der Basis finde ich persönlich schon sehr ordentlich. Und es ist eins, das auf die Scheibe projiziert. Also keins mit so einer kleinen hochgefahrenen Scheibe, sondern ein echtes Head-Up-Display, das auf die Frontscheibe projiziert. Wirklich Applaus. Finde ich einfach gut. Für alle, die es interessiert, unser Fahrzeug hier, das hat übrigens einen 48 Liter großen Tank. Und als wir losgefahren sind, hat er, glaube ich, angezeigt Reichweite um die 520 Kilometer. Ich denke, das reicht für die normale Reise. Wenn man es ein bisschen ruhiger angehen lässt, wird es wahrscheinlich auch noch länger reichen. Was ich übrigens auch sehr schön finde in Bezug auf das Cockpit hier vorne im Auto, ist, dass mir das Cockpit eben im Rundinstrument der Geschwindigkeitsanzeige die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigt. Ich habe nämlich hier diesen roten Strich, der dort jetzt gerade gesprungen ist, von der 100 auf die 50. Das ist immer genau die aktuell erkannte bzw. hinterlegte maximal erlaubte Geschwindigkeit. Und wenn ihr schneller fahrt, probiert das jetzt mal kurz ein bisschen, dann seht ihr, dass dieser Bereich, dieser rote Bereich wandert. Ich will es noch nicht übertreiben, wir sind in einem Ort hier. Also nochmal ganz kurz zum Schauen, seht ihr, der erweitert sich ein bisschen. Dass man immer genau weiß, wo muss ich eigentlich hin, wo muss ich eigentlich wirklich sein. Finde ich persönlich eine gute Geschichte und sieht auch vernünftig aus. Und wenn ihr dann nachher auf der Autobahn mal schaut, da ist das Bild, glaube ich, noch ein bisschen anders. Der CX-30, der hat serienmäßig 16 Zoll Räder mit an Bord. Unserer jedoch in der Ausstandslinie Selection fährt immer auf 18 Zöllern vor. Wenn wir uns das Auto insgesamt anschauen, der ist 4,40 Meter lang, hat einen Radstand von 2,65 Meter und damit sollte er innen vernünftige Raummaße bieten. Aber wie viel Platz wirklich da ist, das schauen wir uns separat während der Fahrt nochmal an.
Ansonsten, von der Optik her, der Wagen soll ein City-SUV sein. Das heißt, wir reden hier über 17,5 cm Bodenfreiheit und wir sehen ganz deutlich diese typischen Rathausbeplankung, auch die Beplankung an der Seite, an den Schwellern. Das ist so dieser typische SUV-Look. Ich finde, die sind ziemlich, ja, breit ausgeführt, aber auf der anderen Seite ist das halt auch ein typischer Look, den man deutlich von anderen unterscheiden kann. Dann wichtig, da wir das Designpaket an Bord haben, haben wir an der Seite ab der B-Säule abgedunkelte Seitenscheiben. Das gilt nachher auch fürs Heck. Und ich finde die Gesamtform des Fahrzeugs sehr schön. Was mir gut gefällt, ist auch, dass die Rathäuser hinten schön rausgearbeitet sind. Das heißt, der Wagen steht hinten schön breit da. Und ebenfalls sehr schön finde ich die Dachkante, die leicht nach hinten abfällt und dann mit dieser sehr flachen Scheibe zum Fahrzeugende hin aufhört. Gibt dem Wagen, wie ich finde, so ein bisschen Kick nach vorne. Macht das Auto von der Seite insgesamt ein bisschen dynamischer. Zur Serienausstattung des Mazda CX-30 gehört übrigens auch ein 8,8 Zoll großes Display, hier vorne als Zentraldisplay für das Infotainment-System. Das Infotainment-System übrigens auch in der Basis schon mit Navigation dabei. In der Basis bereits, finde ich sehr gut, mit Apple CarPlay und Android Auto. Und ich meine sogar DAB, also Digitalradio, ist immer mit an Bord. Finde ich persönlich sehr ordentlich. Was mich daran ein bisschen stört, ist, dass das Display nur mit diesem Drückdrehschalter in der Mitte hier bedienbar ist. Das funktioniert sehr ordentlich. Da sind zusätzliche vier Tasten drumherum, quasi Direktwahltasten, eine für zurück, eine für die Navigation, meine ich, eine für das Thema Unterhaltung, also Radio und ähnliches, und eine für das Thema Home. Also da kommt ihr auf das Hauptmenü mit drauf. Finde ich persönlich eine sehr vernünftige Geschichte, aber ich bin jemand, der gerne auch mal auf dem Display rumdrückt, weil ich es zum Teil einfach schneller und praktischer finde und mich auch so durch die Smartphones so sehr daran gewöhnt habe. Aber dafür ist dieses Display eigentlich auch viel zu weit weg. Also von daher macht dann wahrscheinlich der Drehdrückschalter wieder Sinn. Im Übrigen ist dieses Menü hier von dem System relativ übersichtlich. Es gibt nicht unendlich viele Funktionen, ist aber alles doch recht intuitiv aufgebaut und bedienbar. Und damit braucht man, glaube ich, gar nicht große Bedienungsanleitung zu Rate ziehen, um damit sofort nach dem Losfahren klarzukommen. So, jetzt können wir wieder ein bisschen beschleunigen. Wir dürfen die 100 fahren, was wir jetzt auch mal tun werden. Und da kommt wieder das Thema Fahrwerk. Hier eine relativ enge Kurve, seht ihr? Lässt sich gut und schön präzise fahren, auch wenn die Kurve für die 100 schon recht knackig war. Jetzt könnt ihr noch mal schön sehen, was passiert, wenn ich etwas schneller fahre als erlaubt. In dem Display vorne seht ihr sofort, dass das dieser rote Bereich erweitert. Und hier bei dieser Strecke mit ganz knapp über 100 sind wir auch schon relativ flott unterwegs. Und wie ihr seht, das Auto neigt sich überhaupt nicht, wankt nicht groß. Gibt einem immer ein gutes Gefühl. Aber wie gesagt, das Fahrwerk ist schon relativ steif und damit kommen eben Unebenheiten auch zum Teil etwas weniger gedämpft beim Fahrer an. Jetzt gucken wir, was mit passiert, wenn ich jetzt das Gas durchtrete, wie zum Thema Gangschaltung, also Automatik. Da wieder. Viel Lärm, Beschleunigung für 180 PS. Naja, nicht. Ich würde sagen, nicht großartig. Ausreichend, aber nicht großartig. Aber wir wollten ja normal fahren. Also hier nochmal für euch zum Gucken. Mit der Handschaltung geht das auch. Ich kann auch manuell schalten. Jetzt bis in den sechsten Gang hoch oder eben runter. Geht auch sofort und schnell. Da macht die Automatik, wie ich finde, einen sehr ordentlichen Job. Zum Thema Assistenzsysteme. Da ist der Mazda CX-30 tatsächlich in der Basis schon sehr ordentlich ausgestattet. Der kommt hier im Standard zum Beispiel daher mit einer Verkehrszeichenerkennung, mit einem Tempomaten, ich glaube sogar adaptiven Tempomaten. Es gibt einen aktiven Spurhalteassistenten, es gibt eine Ausparkhilfe, also viele, viele Dinge mehr, die ich euch jetzt gerade mal kurz einblende. Wie gesagt, alles Basisausstattung. Und dann gibt es bei dem Fahrzeug hier die Zusatzausstattung eigentlich immer nur in Form von Paketen zu kaufen. Und da gibt es eins, das heißt iActive Sense, glaube ich. Das kostet 1200 Euro extra und das bietet euch ein paar sinnvolle zusätzliche Assistenten, wie zum Beispiel ein Querverkehrwarner beim Rückwärtsfahren, also beim Ausparken, eine 360-Grad-Kamera und auch noch einen erweiterten Schutz nach vorne. Und da würde ich auf jeden Fall drüber nachdenken, wenn ihr das Auto bestellt, ist sicherlich eine sinnvolle Investition. Die Ausstattung des CX-30, die kann man in zwei unterschiedlichen Varianten wählen, nämlich einmal als Basismodell oder einmal in der Ausstattungslinie Selection.
dann war es das auch schon. Und dann hat der CX-30 wirklich relativ viel schon mit an Bord und das will ich gar nicht alles aufzählen, deswegen hier mal kurz die Liste mit all den Dingen, die dieses Fahrzeug immer mitbringt, damit ihr einfach mal wisst, was gibt es eigentlich fürs Geld. Und ganz wichtig ist halt, wenn man das Fahrzeug weiter ausstatten, also sag mal, individualisieren will oder mit mehr Komfort ausstatten möchte oder mehr Sicherheit, dann kann man das in Form von Paketen machen. Und diese Pakete, die blende ich euch jetzt auch noch mal kurz ein. Das sind ein paar. Die sind für alle Modelle, wie ich es richtig im Kopf habe, gleich teuer. Nur damit ihr mal wisst, was kostet eigentlich das bisschen mehr, das ich mir vielleicht für meinen CX-30 wünsche. Ich habe ja schon darüber gesprochen, dass das Fahrwerk, wie ich finde, von diesem CX-30 recht ordentlich ist. Jetzt schauen wir mal, hier gibt es eine etwas schärfere Kurve, nämlich 90 Grad. Gucken wir noch mal, wie er sich hier verhält. Ich denke, das macht er ganz ordentlich und ordentlich und gut und überhaupt. Jetzt schauen wir doch einfach mal schauen. So, ganz entspannt, ganz relaxed. Wenn wir uns das Heck unseres CX-30 anschauen, dann wirkt der Wagen relativ breit und flach. In Wirklichkeit ist der 1,54 Meter hoch, aber Mazda hat es geschafft, die hinteren Radhäuser sehr stark zu betonen, also die Schultern weit auszustellen. Und das Ganze wird nochmal unterstrichen hier durch die ausgestellten Heckleuchten, die weit in die Fahrzeugmitte reinragen. Das sorgt einfach für Breite im Fahrzeug. Hinzu kommt noch die sehr flache Heckscheibe und natürlich der große Dachkantenspoiler und die seitlichen Flaps. Die sorgen einfach ja für eine sportlichere Optik. Dann finde ich sehr dominant diesen Heckstoßfänger hier, finde fast schon ein bisschen zu viel des Guten, aber auch das ist wieder typisch für diesen SUV-Look. Übrigens für alle, die so ein Fahrzeug nutzen wollen, um einen Hänger zu ziehen, die maximale Anhängelast gebremst sind hier 1300 Kilogramm. Ein anderer echter Hingucker, das sind hier die Heckleuchten, denn die sind nicht nur schön gestaltet, sondern sie sind immer in LED-Ausführung mit an Bord und sie haben ein Blinklicht, das, wie ich finde, einzigartig ist, denn es wirkt so ein bisschen wie so ein Impuls. So, wir haben jetzt rund 25 Kilometer von unserer Strecke schon geschafft. Jetzt schauen wir mal kurz, wie sich der Verbrauch entwickelt hat. Aktuell zeigt das Fahrzeug an 6,2 Liter auf 100 Kilometer. Also wir sind bei der Überlandfahrt 0,8 Liter unter dem angegebenen Wert nach WLTP. Ich bin mal sehr gespannt, ob sich das auch weiterhin so hält, wenn wir gleich auf die Autobahn fahren. Denn das ist das, was als nächstes kommt. So, da ist das Schild für die Autobahn. Und jetzt heißt es für uns, mal schauen, was der Wagen auf der Autobahn kann. Angegeben ist damit maximal 204, also Höchstgeschwindigkeit 204 km pro Stunde. Und wir werden am Anfang mal durchbeschleunigen, um zu gucken, wie er sich da verhält, um dann nachher natürlich wieder mit der Richtgeschwindigkeit weiterzufahren, um eben den Verbrauch nicht unnötig negativ zu beeinflussen. So, und versuchen wir es nochmal. Ich drehe jetzt voll durch. Auch hier wieder, Drehzahl geht hoch. Ja, beschleunigen, wir sind jetzt bei 100. 120. Das Interessante hier bei dem Antrieb ist, ich weiß nicht, ob es am Automatikgetriebe oder der Handschaltung liegt, wenn der so unter Volllast steht, habe ich manchmal das Gefühl, dass der so in, ja, pumpt so ein bisschen beim Anschieben. Wir haben also nicht so 100% gleichmäßig durchbeschleunigt, sondern so kleine, ja, so kleine Schwächen oder Leistungslöcher dazwischen durch hat. Und mal einfach, ich versuche es nochmal, jetzt, wo die Bahn frei ist. Es ist nicht so in einem Fließen, das so ein bisschen minimal, aber so doch ein bisschen komisches Gefühl. Ansonsten, wie ich finde, völlig in Ordnung. Jetzt kommt ein bisschen Windgeräusch dazu, da ist er tatsächlich sehr ordentlich. Der Motor ist ein bisschen dominanter. Jetzt bei 180 kommen die Windgeräusche stärker. Aber ich finde immer noch, für so ein kompaktes Auto ist das ein Lärmniveau, das man wirklich gut aushalten kann. Wir sind jetzt bei 200. Also ich bin mir sicher, dass der die 204 ganz locker fährt. Die haben wir auch jetzt schon erreicht. Und jetzt lassen wir mal den Gasfuß wieder ruhen, um hier nicht unnötig Sprit zu verbrennen. Wir wollen ja wissen, was das Auto im Durchschnitt braucht und nicht, was er bei Vollgas auf der Autobahn schluckt. Aber nichtsdestotrotz, das macht er, wie ich finde, sehr gut. So, schauen wir noch mal hier, was unser System zum Thema automatisches Fahren alleine fahren kann. Ich drücke jetzt mal hier auf den Knopf, damit ist es eingerichtet, kann jetzt den Tempomaten aktivieren bei 130 und jetzt sollten wir eigentlich einen aktiven Lenkeingriff sehen, der ist da. Und es sollte auch ein, jetzt kommt die Warnung dazu mit dem Zurückführen. Das ist jetzt kein System, das uns
mittig auf der Spur hält, ganz gemütlich, sondern nur ein System, das warnt. Und da wieder, der fährt zurück, fährt an die andere Seite, das könnt ihr sehr schön sehen, und da muss ich dann doch gegenlenken. Aber er sorgt zumindest dafür, dass ich nicht unbeabsichtigt von der Straße abkomme. Ansonsten bei 130 jetzt, schönes, ruhiges Auto, kann man nicht anders sagen, sehr, sehr angenehm. Und ich stelle jetzt mal die Klimaanlage hoch, weil ich das Gefühl habe, dass die sich jetzt eingependelt hat auf 22 Grad. Muss hier nicht ganz so stark kühlen. Und wir schauen mal kurz, was dieses Intermezzo beim Verbrauch, zum Thema Verbrauch erledigt hat. Das sind jetzt 8,2. Also da sieht man doch, dass er mal eben sehr schnell den Verbrauch nach oben gegangen ist. So, ich schaue jetzt mal, was der adaptive Tempomat macht. Ich lasse dich hier mal auf so einen Laster bzw. Transporter aufrollen. Ganz sauber und ordentlich hält er den Abstand, macht er sehr gut. Ich kann den Abstand zum Vordermann auch noch einstellen, wie kurz oder lang ich den haben möchte. Das macht er gut, beschleunigt, schaltet runter. Und jetzt guck mal, was er macht, wenn ich blinke und rausziehe. Na, er zieht erst wieder los in dem Moment, wo ich neben dem Fahrzeug bin. Schaltet dann runter. Und das war das, was ich vorher schon mal sagte, mit dem etwas aufgeregten Schalten. Macht aber nichtsdestotrotz ganz ordentlich. Schleunigt auf die 130 und hält jetzt die Geschwindigkeit. Wer sich für einen Mazda CX-30 interessiert, der muss mindestens rund 24.800 Euro auf den Ladentisch legen. Dafür gibt es dann die 122 PS Benziner-Version mit Frontantrieb und Handschaltung. Wer das Fahrzeug fahren will, das wir fahren, also die Basis hier mit dem 180 PS Motor, Allrad und Automatik, der wird leider rund 31.500 Euro los. Und wer dann noch die komplette Ausstattung haben möchte, die wir hier im Wagen haben, der landet dann bei rund 39.500 Euro. Also dann kein Schnäppchen mehr. Aber dafür gibt es hier wirklich eigentlich nichts mehr, das am Fahrzeug noch fehlt. Das ist dann wirklich ein voll ausgestattetes, kompaktes Fahrzeug. Übrigens, wenn ihr euch entscheiden wollt zwischen Automatik und Handschalter, die Differenz bei der Konfiguration sind immer, völlig egal welches Auto ihr wählt, hier 2.000 Euro. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Teilbereich der Autobahn, der mit 120 Kilometern pro Stunde limitiert ist, und habe jetzt natürlich den Tempomat entsprechend angepasst, lasse das Auto jetzt rollen. Aktuell sind wir nach rund 46 gefahrenen Kilometern jetzt bei einem Durchschnittsverbrauch von 7,8, also da ist deutlich was passiert, zwar nach oben, durch das sicherlich am Anfang schnelle Fahren und durch das auf der Autobahn fahren insgesamt. Ich bin mal sehr gespannt, wo wir am Ende unserer Autobahnstrecke landen, wie weit wir den Verbrauch noch runterdrücken können, wenn wir hier 120 fahren. Und vor allen Dingen bin ich sehr gespannt darüber, wie sich das Auto nachher in der Stadt schlägt. So, meine Autobahn ist jetzt hier zu Ende, beziehungsweise mein Autobahnteilstück, das ich fahren wollte. Ich fahre jetzt hier ab und wir sind jetzt nach insgesamt, was haben wir, 52 Kilometern bei einem Verbrauch angekommen von 7,6 Liter auf 100 Kilometer, also nur 0,6 über dem angegebenen WLTP-Wert, aber deutlich über dem, was wir vor dem Autobahnteilstück hatten, denn da lagen wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch bei 6,2, also da ist ein deutlicher Sprung passiert. Wir fahren jetzt mal kurz über Land, um dann in die Stadt zu fahren. So, jetzt sind wir im Stadtgebiet angekommen. Jetzt heißt es für uns hier 50 bzw. 30 zu fahren. Und wir starten hier mit einem Verbrauch von 7,6 Liter immer noch. Und mal schauen, ob das dem Mazda gut tut oder nicht, wenn wir gemütlich durch die Stadt rollen. Immer mit an Bord, also bereits in der Basis, ist hier im Fahrzeug eine Stopp-Start-Automatik. Das heißt, der Motor wird natürlich an der Ampel oder beim kompletten Stillstand abgeschaltet. Und dank dieses Startergenerators wird er auch problemlos wieder angeschmissen. Und das Auto kann auch früher schon mit dem Ausrollen beginnen. Was natürlich ebenfalls wieder dafür sorgt, dass Sprit gespart wird. Aber wie viel Sprit, das werden wir erst etwas später erfahren. Was man jetzt übrigens gerade sehr schön merkt, ist die Start-Stopp-Automatik. Das Auto ist aus an der Ampel, sehr schön ruhig. Und sobald wir losfahren, ist er sofort wieder da. Also es geht ruckzuck, springt sofort an. Merkt man also null Verzögerung, dank des Start-Stopp-Generators. Wo ich hier gerade so gemütlich durch die Stadt fahre, ein paar Worte zum Thema Materialien und Verarbeitung. Ich finde, Mazda hat einen guten Job gemacht. Wir haben hier im Auto viel Soft-Touch, ich habe hier Lederoberflächen, ich habe hier so eine Chromspange im Cockpit, die gut zusammenspielt mit diesen metallischen Oberflächen im Lenkrad. Das wertet das ganze Auto ein bisschen auf. Ich habe hier bei mir im Kontrast dunkelbraunes Leder,
Liegt daran, dass wir die schwarze Lederausstattung hier im Auto haben, die übrigens 1800 Euro extra kostet. Es gibt auch eine weiße, die kostet dann 2000 Euro. Dieses Braun, was wir hier haben, das ist die Kontrastfarbe. Normalerweise bei der Standardausstattung habt ihr zu dem schwarzen Interieur das oben hier in dunkelblau. Braun ist jetzt nicht so meine Farbe, aber ich finde, es passt, ist völlig in Ordnung. Und damit wirkt der Innenraum vernünftig. Wir haben hier schöne Ziernähte zum Teil, auch hier oben auf dem Armaturenbrett. Es wirkt alles, wie ich finde, absolut klasse und hier drin knirscht nichts, hier knarzt nichts. Es macht alles insgesamt einen sehr ordentlichen Eindruck. Ich finde, wie gesagt, Plastik eher hier in den unteren Bereichen, wo es mich so gar nicht stört. Und ansonsten hier noch so ein bisschen Hochglanzoptik. Also alles, was man so von einem modernen Auto erwartet, ist hier zu finden. So, wir haben jetzt mittlerweile 62 Kilometer hinter uns und sind also schon ein bisschen durch die Stadt gefahren. Und jetzt ist der Verbrauch wieder ein bisschen gesunken. Wir sind jetzt nur noch bei 7,3 Liter auf 100 Kilometer, also nur noch 0,3 entfernt vom angegebenen Wert. In der Basis ist hier im Fahrzeug übrigens ein Audiosystem mit 8 Lautsprechern verbaut. Dazu kann ich nicht viel sagen, denn wir haben hier bei uns das Bose Soundsystem drin. Das kostet 750 Euro extra. Ich muss aber dazu sagen, das überzeugt mich tatsächlich nicht wirklich. Wenn ich hier ein bisschen lauter Musik gehört habe, war das nicht so, dass ich sage, das ist ein Klang, der mich tatsächlich vom Hocker haut. Ich kann nicht beurteilen, ob das normale System besser oder schlechter ist. Das Platzangebot hier im CX-30 ist auch für große Menschen wie mich mit fast 2 Metern wirklich in Ordnung. Ich sitze bequem im Fahrzeug, kann das Lenkrad vernünftig einstellen, habe also die wirklich gute Position, um das Fahrzeug zu führen. Das gleiche gilt auch für die Beifahrerseite, da kann man es auch als großer Mensch auf langen Strecken gut aushalten. Wie viel Platz hinter mir ist, das schauen wir uns mal bei einem separaten Stopp an, aber ich bitte euch da nicht zu viel zu erwarten. Ansonsten ist es hier so, dass der Sitz des Autos wirklich bequem ist, der bietet guten Seitenhalt und auch für große Menschen ist auch hier die Kopfstütze gut geeignet. Also hier vermisse ich auch für eine längere Strecke gar nichts. Das, was hier im Fahrzeug außerdem noch von Mazda angepriesen wird, das ist, dass das gesamte Cockpit sehr fahrerorientiert ist und das kann ich so unterstreichen. Ich habe alles sehr gut im Blick, gerade hier dieses Zentraldisplay, das ist leicht zu mir geneigt, wirklich gut, ist auch immer gut ablesbar. Und auch das Cockpit, das Zusammenspiel mit dem Lenkrad, alles so, wie es sein soll. Also wirklich, wie ich finde, fahrerorientiert ist hier nicht gelogen. Was Mazda aber auch sagt, ist, dass sie hier die Linien im Fahrzeug, dass die korrespondieren mit Linien auf der Straße, also mit den Linien der Wege, auf denen wir fahren und so weiter. Wo diese Verbindung herkommt, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob das nur Marketing ist. Ich nehme mal an, man hat sich dabei was gedacht, aber das ist für mich aktuell nicht etwas, was ich tatsächlich sehe oder nachvollziehen könnte. Und Mazda sagt, dass dadurch das räumliche Empfinden, die räumliche Wahrnehmung verbessert wird. Ich kann nur so viel sagen, man fühlt sich hier im Auto wohl und hat jederzeit das Gefühl, den Wagen zu beherrschen. Und der Rundumblick in diesem Fahrzeug ist trotz der zum Teil relativ flachen Scheiben, wie ich finde, völlig in Ordnung. Und ich denke, das muss reichen. So, der versprochene Zwischenstopp, mal zu schauen, ob ich eigentlich hinter mir sitzen kann. Ich habe den Sitz nicht verstellt, wie ihr sehen könnt. Ihr erwartet nicht, dass ich das ausprobiere, oder? Da unten sind 10 cm Platz vorm Sitz. Da passe ich nicht rein, tut mir leid. Der CX-30 ist für mich hinter mir leider zu klein. Für alle, die nicht so oft zuschauen, wir kommen jetzt wieder in die Innenstadt von Landshut und jetzt seht ihr wieder das, warum ich hergezogen bin. Und zwar gleich, wenn wir da vorne in die Kurve kommen. Wir haben jetzt hier eine 30er-Zone, das heißt, wir müssen ein bisschen langsamer fahren. Aber für alle, die es noch nicht kennen, auch wichtig, wir haben hier gleich Kopfsteinpflaster und das zeigt uns dann schon, wie sieht es eigentlich mit der Dämmung aus. Aber erstmal dürft ihr jetzt den Blick genießen auf die Stadt, beziehungsweise auf die große Kirche der Stadt und auf die Altstadt. Und jetzt kommt das Kopfsteinpflaster und wie ihr feststellt, es bleibt ruhig im Auto, es gibt keinerlei zusätzliche Geräusche im Fahrzeug. Das ist noch das etwas feinere Kopfsteinpflaster, gleich wird es noch eine Runde grober. Und zwar jetzt, hier habe ich ein Klappern, das kommt aber von den Sachen, die ich hier ins Auto gepackt habe, hat mit dem Auto selber nichts zu tun. Ich halte das mal und das, was ihr da oben jetzt vielleicht noch hört, ist die Kamera. Nee, wirklich schön ruhig, kann man nichts zu sagen. Und so kann man die Altstadt hier dann deutlich besser genießen. Wir fahren jetzt hier mal gemütlich weiter durch, eine kleine Gasse. Ich mache mal so ein bisschen Werbung für meine Stadt, auch wenn ich kein gebürtiger Landshuter bin. Mich hat es halt hierher verschlagen, denn ich wollte, als wir damals aus England zurückgezogen sind, gerne in der Nähe des Flughafens wohnen. Also ich wollte einen internationalen Flughafen haben und da war eben nur Frankfurt oder München zur Auswahl in Deutschland. Ich fand München die schönere Wahl. Und ich wollte nicht in München wohnen, weil es mir A viel zu teuer und auch B viel zu voll ist. Und deswegen kam ich
damals mehr durch Zufall nach Landshut und habe mir die Stadt angeschaut und habe sofort entschieden, hier bleiben wir, und das funktioniert schon viele, viele Jahre und wird auch hoffentlich noch so bleiben. Und jedes Mal, wenn wir halt hier durch die Innenstadt fahren, was für mich einfach Sinn macht wegen der Verbrauchsfahrt, dann erkläre ich halt auch ein bisschen was zur Stadt. Für die, die schon mal zugeschaut haben, die mag es langweilig sein. Das hier ist übrigens jetzt die sogenannte Neustadt. Wir biegen jetzt ab, fahren auch hier wieder raus. Im Moment, wenn ihr euch wundert, warum es hier so leer ist, ja, wir haben jetzt Mitte März. Und was ist Mitte März? Wisst ihr alle, Corona. Und deswegen ist hier so wenig los. Die Leute sind zu Hause bzw. nicht arbeiten, der Großteil von uns. Ich habe das große Glück, dass ich dieses Fahrzeug hier schon hatte, bevor es richtig losging und damit noch die Testfahrt machen kann. Denn während ich Auto fahre, stecke ich Gott sei Dank niemanden an. So, wir kommen jetzt in den Bereich, der mir auch immer sehr am Herzen liegt. Das ist nämlich die sogenannte Freiung. Das ist das, was ihr hier seht, die nächste große Kirche. Und das ist der Bereich, wo wir in Landshut den Weihnachtsmarkt normalerweise feiern. Und haben dann hier um uns herum diese schönen bunten Häuser, die Kirche mit dem Vorplatz, und es ist immer wieder schöner, kleiner, aber absolut sehenswerter Weihnachtsmarkt. Außerdem fahren wir immer noch Kopfsteinpflaster, immer noch 30er-Zone. Und wie ihr hört und wie ich merke, ist das Auto wirklich nach wie vor Platz, an dem man sich wohlfühlen kann. Hier übrigens bei diesen Kopfsteinpflaster stört das straffere Fahrwerk nicht so sehr. Liegt aber sicherlich auch daran, dass wir eben nur mit 30 unterwegs sind. Verbrauchsupdate übrigens jetzt nach 68 Kilometern 7,2 Liter auf 100 Kilometer. So, jetzt verlassen wir gleich das Stadtgebiet und haben jetzt 73,3 Kilometer auf unserem Tageszähler und sind immer noch bei 7,2 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir jetzt gleich über die Landstraße noch ein bisschen fahren dürfen, gemütlich, ob der Verbrauch sich noch mal nach unten bewegt oder ob wir da bleiben. Das wissen wir im Zweifelsfall am Ende unserer 100 Kilometer. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, mit dem Automatikgetriebe und dem Antrieb hier macht das Auto in der Stadt wirklich Spaß, ist unauffällig. Ich brauche sicherlich die 180 PS nicht, aber fährt sich in der Stadt tatsächlich gut. Man hat irgendwie ja das Gefühl, dass der Wagen einfach in Ruhe mitschwimmt. Also völlig, wie gesagt, ohne Aufregung. Man merkt die Schaltvorgänge gar nicht, merkt überhaupt nicht, wenn der Wagen aus- und wieder eingeschaltet wird, also der Motor, wenn man an der Ampel steht. Da denke ich, ist er sicherlich gut aufgehoben. Und der Verbrauchswert hat sich da nach unten bewegt, also scheint er da auch vom Verbrauch her völlig in Ordnung zu sein. Für uns heißt es aber jetzt, die letzten rund 25 Kilometer zu fahren, um zu schauen, wo unser Gesamtverbrauch liegt. Und wir haben übrigens immer noch eine angezeigte Reichweite von 490 Kilometern. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe, wenn ihr eben ruhig fahrt, dann werden sich diese 520, 530, die am Anfang angezeigt werden, sicherlich nochmal deutlich erweitern lassen. Und das ist genau das, was wir jetzt gerade sehen. Ihr solltet vielleicht nicht mit 150, 160 über die Autobahn fahren, aber solange ihr ruhig fahrt, ist da sicherlich was zu machen. Der Mazda CX-30, der bietet maximales Kofferraumvolumen mit aufgestellter Rückbank von 430 Litern. Klappe ich die Rückbank um, übrigens im Verhältnis 60 zu 40, dann wächst das Gepäckabteil auf maximal 1406 Liter an. Und da wir hier die Ausstandslinie Selection fahren, also die höhere Ausstattung, gehört bei uns die elektrische Heckklappe mit zur Serienausstattung. Ein schönes Detail übrigens hier im Fahrzeug ist, sind diese Hochglanzflächen, zum Beispiel an der Schaltkulisse. Denn sobald da Licht drauf fällt, guckt ihr durch und habt ihr da drunter so eine Optik, die sieht aus wie, ja, so ein bisschen wie Carbon unter Glas. Eigentlich eine ganz nette Geschichte. Ist unauffällig, aber ist, wenn man es einmal weiß, ein schöner Hingucker. Ich habe übrigens jetzt gerade hier im Fahrzeug die Navigation genutzt, um mein endgültiges Ziel einzutragen, damit ich eben immer die richtigen Abstände habe, um die 100 Kilometer voll zu machen. Und muss sagen, das ist ein bisschen aufwendig. Ich habe es jetzt nicht per Sprachsteuerung, sondern hier mit dem Drück-Drehschalter gemacht. Die Buchstaben laufen in so einem Oval.
die Suche funktioniert, aber irgendwie, vielleicht muss ich mich dran gewöhnen, aber so richtig schnell war es jetzt gerade gefühlt von der Bedienbarkeit her nicht. Der Wagen hat schnell gesucht, oder das System hat schnell gesucht und schnell gefunden, aber nicht so 100% meins. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bevorzuge ich tatsächlich ein Touchscreen, wo ich mir eben die Sachen eintippen kann oder eben die Sprachsteuerung, die ich aber jetzt noch nicht probiert habe. Wenn wir über das Thema Ablagen sprechen, dann finden wir hier in unserem Mazda in der Tür eine relativ schmale Ablagefläche, die aber trotzdem sehr lang ist und in jedem Fall Platz bietet für 0,5 Liter Flaschen. Bei einem Liter bin ich mir aktuell nicht ganz sicher. Dann haben wir hier links unterm Lenkrad ein kleines Fach. Das ist auf jeden Fall groß genug, zum Beispiel für ein Portemonnaie oder ein Schlüsselbund. Und wir haben, wenn wir uns die Mittelkonsole anschauen, ganz vorne vor der Schaltkulisse ein schmales Fach, ein bisschen mit einer schrägen Auflage, optimal für ein Handy, wie ich finde. Dahinter finden wir unter einer Klappe zwei Becherhalter versteckt. Weiter hinter der Schaltkulisse finden wir ein kleines Fach, wirklich minimal, ist aber eigentlich die Durchreiche für das Fach unter der Armlehne. Die Armlehne ist leider nur nach vorne und hinten verschiebbar. Darunter befindet sich jedoch das typische, sag mal, Mittelfach. Hier in unserem Mazda übrigens gibt es auch dort dann die Möglichkeit, das Telefon kabellos zu laden. Für den CX-30 gibt es wahlweise entweder einen Diesel, das ist ein 1,8 Liter, der liefert 116 PS, oder aber drei Benziner-Varianten, nämlich zweimal den sogenannten Skyactiv G. Das ist ein 2-Liter-Motor, der liefert dann entweder 122 oder aber 150 PS. Oder den wir fahren, den neuen, den Skyactiv X, den mit dem besonderen Brennverfahren, der liefert dann 180 PS maximal. Die Benziner gibt es übrigens optional auch als allradgetriebene Fahrzeuge. Normalerweise ist der Wagen frontgetrieben und für alle Autos gibt es natürlich auf Wunsch auch ein Automatikgetriebe. Was mir übrigens ebenfalls sehr gut gefällt im Auto, das ist das Lenkrad. Ich finde, das hat so ein bisschen so eine Art von so einem Retro-Look. Sieht so ein bisschen aus wie ein Sportlenkrad aus früherer Zeit. Das liegt an dem großen mittleren Bereich hier und diesen schmalen drei Streben. Ich finde es einfach so, und dann noch diesen metallischen Applikationen, das wirkt einfach so wie wirklich ein bisschen wie früher. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Darauf habt ihr übrigens auch die wichtigsten Bedienelemente, die ihr fürs Auto braucht. Links das ganze Thema Infotainment und Telefonannahme und Sprachbedienung. Rechts das ganze Thema Tempomat, also mit Abstandsradar, mit Limiter, mit Geschwindigkeit einstellen und so weiter und so fort. Und natürlich dann mit den Schaltpedalen. Aber wie gesagt, insgesamt vom Look her einfach, wie ich finde, was sehr gelungen ist. Etwas, das mir am CX-30 richtig gut gefällt, das ist die Lenkung und vor allem auch das Gefühl, was diese Lenkung vermittelt. Denn das ist eine schöne Mischung aus präzise sein und aus direkt sein. Und diese Lenkung vermittelt so ein Gefühl von ja, mehr Agilität, mehr Sportlichkeit, als man es dem Auto eigentlich im ersten Moment zutraut. Und ich weiß auch gar nicht, ob diese Dynamik da ist, aber sie fühlt sich einfach gut an und das gibt einem ja, insgesamt ein sehr positives Gefühl. Es macht einfach Spaß, mit diesem Auto durch Kurven zu fahren. Und ich finde, das hat Mazda gut gemacht und ich denke, ich sollte öfter mal einen Mazda fahren. So, hier hört ihr das nochmal, das Beschleunigen. Ist da ein bisschen, hört sich ein bisschen mühsamer an, als es eigentlich ist, finde ich. Aber ansonsten ist der Motor bei normaler Fahrt extrem unauffällig und das Einzige, wie ich glaube ich schon gesagt habe, das Getriebe ist manchmal so ein bisschen, naja, darum bemüht, öfter zu schalten, als es zwingend notwendig wäre, glaube ich, um im optimalen Drehzahlbereich zu bleiben. Also manchmal denke ich mir so, ja, jetzt müsstest du eigentlich nicht hochschalten oder runterschalten, aber macht es dann trotzdem. Aber das ist nur eine Kleinigkeit und in dem Moment, wo ihr ein manuelles Getriebe bestellt, ist auch das im Zweifelsfall vorbei. Nochmal ein kurzer Nachsatz zum Thema Assistenzsysteme, was übrigens der CX-30 auch bietet. Das ist ein sogenannter Aufmerksamkeitsassistent und der nutzt unter anderem eine Kamera, die hier vorne verbaut ist und die erkennt Augenbewegungen, Kopfbewegungen und kann so genau feststellen, ist der Fahrer tatsächlich eventuell zu müde, um das Fahrzeug zu lenken oder ist er abgelenkt. Finde ich persönlich eine gute Lösung, denn wir wissen alle, dass man gerne mal unterschätzt, wie schnell man ermüdet, gerade auf längeren Strecken. Und das ist ein Assistenzsystem, das sich im Zweifelsfall eben genau davor warnt und sicherlich auch Bescheid gibt, wenn ich denn tatsächlich einschlafen sollte. Zum Thema Bedienung hier im Fahrzeug. Wir finden in der Mittelkonsole übrigens die komplette Bedieneinheit für die Klimaanlage, inklusive auch dem Taster für den Warnblinker. Und darüber hinaus noch ganz spannend ist, hier links neben dem Lenkrad habe ich noch eine Reihe von Tastern, mit denen ich unter anderem die Parkassistenten ausschalten kann, mit denen ich die
Stopp-Start-Automatik ausschalten kann und mit denen ich auch dieses, sag mal, Sicherheitssystem am Auto, dieses gesamte Rundumschauen ausschalten kann. Aber es gibt ja auch eine Taste für die Kameras, wo ich nämlich bei der 360-Grad-Ansicht einschalten kann, wie die Kameras oder welches Bild mir gerade die Kameras liefern sollen. Wie ihr jetzt gerade schon mitkriegt, wir fahren jetzt hier über Land, normale Oberfläche auf der Straße, dürfen 100 fahren und es ist sehr schön ruhig im Auto. Das ist etwas, was mir an dem Wagen wirklich gut gefällt. Wenn man ihn ruhig fährt, dann ist er tatsächlich auch ruhig. Falls ihr, obwohl ihr groß seid, trotzdem hier im CX-30 unbedingt ein Schiebedach haben möchtet, das glaube ich 750 Euro extra kostet, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das vorher beim Händler auszuprobieren, ob ihr noch reinpasst, denn es ist für große Menschen ausreichend Platz, aber eben nur gerade ebenso ausreichend. Das heißt, wenn das Glasdach reinkommt, kann es durchaus sein, je nachdem wie es eingebaut ist, dass es euch genau die 2 cm klaut, die ihr braucht. Also bitte unbedingt ausprobieren. So, nur noch wenige Meter bis zur Tankstelle und unser Fahrzeug zeigt jetzt an 7,1 Liter auf 100 Kilometer. Also nur 0,1 über dem angegebenen WLTP-Wert. Die Frage ist natürlich, wie viel tanken wir nach? Die Auflösung gibt es dann gleich. Das war sie, meine Verbrauchsfahrt im Mazda CX-30 Sky Active X. Bevor wir zum Thema Verbrauch kommen, erstmal so ein paar Sachen zum Auto im Allgemeinen. Was mir richtig gut gefällt beim Auto ist das Exterieurdesign und ganz besonders die Front hier mit diesen Scheinwerfern, die so richtig im Auto verschwinden, gibt diesem Wagen einfach einen typischen, ja, Mazda-Look, wie es sein soll und vor allen Dingen auch einen Look, der mir sehr, sehr gut gefällt. Dann, wenn wir uns das Thema Innenraum anschauen, ich finde die Materialauswahl sehr ordentlich, die Verarbeitung ist gut und was mir hier sehr gut gefällt, das sind die Sitze. Die sind nämlich bequem und bieten trotzdem reichlich Halt und natürlich auch die Position des Lenkrads. Ich sitze wirklich gut im Auto, habe das Auto immer gut unter Kontrolle. Nicht ganz so gut gefällt mir hier, dass ich die Mittelarmlehne nicht höhenverstellen kann. Das finde ich ein bisschen schade. Und ebenfalls nicht so richtig gefallen will mir dieses Braun als, ich sag mal, Kontrastfarbe im Innenraum. Ich finde Braun in Verbindung mit einer roten Außenfarbe nicht so unbedingt meins, aber das ist sicherlich Geschmackssache. Ein großes Minus gibt es von meiner Seite, wenn wir über das Thema Platzangebot auf der Rückbank sprechen, denn da können andere Fahrzeuge mehr. Ich kann hier nicht hinter mir sitzen, keine Chance, ich kann noch nicht mal vernünftig einsteigen. Da können andere mehr. Und man muss aber fairerweise dazu sagen, wenn das Auto jetzt zum Beispiel von einem 1,80 Menschen gelenkt wird, dann nehme ich an, dass dahinter auch locker noch ein Kind Platz findet. Eine Sache noch, die mir im Innenraum extrem gut gefällt, das ist übrigens auch die Ausstattung. Denn wie viele Autos gibt es schon, die serienmäßig ein Head-Up-Display mit an Bord haben? Jetzt das Thema Antrieb. Der Wagen, und da gibt es von meiner Seite einen Riesenplus, hat ein tolles Fahrwerk und eine super Lenkung. Der ist unglaublich agil, macht richtig viel Spaß, fährt sich einfach sehr schön dynamisch. Das wiederum wird eingebremst, meiner Meinung nach, vom Antrieb. Wir haben hier zwar 180 PS an Bord, aber wir haben diesen sogenannten Sky Active X an Bord. Das ist dieser Motor mit dem neuen Brennverfahren. Das heißt, wir reden hier davon, dass Mazda sagt, sie haben das Beste aus zwei Welten zusammengefügt, nämlich auf der einen Seite den klassischen Verbrenner, also den Benziner, mit der Zündkerze, die entzündet, und auf der anderen Seite mit der Kompressionszündung, die wir aus dem Diesel kennen, und dadurch ja ein verbessertes Brennverfahren mit einer höheren Effizienz. Ich finde aber, und das kann auch an dem 6-stufigen Automatikgetriebe liegen, das wir hier an Bord haben, dass der Motor irgendwie nicht crisp ist, nicht aktiv genug ist für ein 180 PS Fahrzeug. Und selbst wenn ich die Schaltpedal zum Schalten nutze, habe ich nie das Gefühl, wirklich dynamisch unterwegs zu sein, bezogen auf den Antrieb. Auf der anderen Seite macht das Automatikgetriebe einen sehr, sehr guten Job, wenn ich ruhig fahre, weil schaltet völlig unaufgeregt, völlig ja unmerklich, und auch die Start-Stopp-Automatik in der Stadt läuft super, also da hat er dann auch wieder richtig Pluspunkte. Dazu würde ich übrigens gerne eure Meinung hören. Wenn ihr schon mal den Schalter gefahren seid, dann sagt mir bitte Bescheid, denn ich habe keine Ahnung, ob es vielleicht nur das Automatikgetriebe ist, das dafür sorgt, dass das Auto eben nicht so crisp und so knackig ist, wie ich es von 180 PS erwarten würde. Jetzt aber mal zum Thema Verbrauch. Mazda sagt, der Wagen soll extrem sparsam sein und gibt ihn an mit 7 Litern auf 100 Kilometer, und zwar nach dem neuen Messverfahren WLTP. Finde ich einen guten Wert. Als wir die 100 Kilometer hinter uns hatten, bei normaler Fahrt, hatten wir einen Wert von 7,1 Liter, die das Auto angezeigt hat. Finde ich einen völlig vernünftigen Wert. Getankt habe ich dann tatsächlich 7,5 Liter, was immer noch in Ordnung ist. Aber es ist nicht so, dass ich sage, wow, Wahnsinn. Denn mit einem Diesel mit 180 PS hätte ich wahrscheinlich weniger gebraucht. Ein Benziner mit 7,5 Liter ist okay, aber ist jetzt nicht, wie sagt man in Englisch so schön, mind-blowing. Da würde ich aber tatsächlich gerne mal eure Meinung hören. Sind 7,5 Liter für so ein Auto gut, top, oder sind sie einfach nur Standard?